Normalerweise würden wir euch jetzt ja zur Weisivo, zur Weihnachtssingewoche einladen, aber dieses Jahr ist ja nicht ganz normal und deswegen laden wir euch ganz herzlich ein zur Weisi Zoom. Wir wollen euch nämlich gern trotz Corona ein bisschen Gemeinschaft und gemeinsames Musizieren und auch ein paar inhaltliche und spirituelle Impulse in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ermöglichen. Wir haben also mit dem Team der Jugendseelsorge und mit den FSJlern und natürlich dem Team der Weisivo mit Band- und Chorleitern überlegt, wie man so ein Projekt irgendwie komplett digital ummünzen könnte und wie das funktionieren kann, das wollen wir euch jetzt mal erklären. Genau, die Weisi Zoom startet direkt am 27. und 28. September mit einem Liedteil. Das heißt, an diesen zwei Tagen wollen wir mit euch zusammen ein Lied einstudieren, einproben und das in der Jahresabschlussandacht an Silvester präsentieren. Das ist auch nicht so schwer, das aufzunehmen. Da braucht ihr einfach nur ein Handy, dann macht ihr ein Video, schickt uns das Video ein und wir schneiden das dann einfach zusammen. Und wenn ihr euch anmeldet, plant das auf jeden Fall ein, dass ihr an diesen zwei Tagen dabei seid und das Video mit aufnehmt. Am 29. und am 30. Dezember wird dieses Video dann zusammengeschnitten, sodass wir am Ende ein Lied davon haben. In dieser Zeit findet für euch der Workshop-Teil statt. Das heißt, an diesen beiden Nachmittagen könnt ihr an verschiedenen Workshops teilnehmen. Die haben ganz verschiedene Themen, werden von verschiedenen Leuten angeboten und die Musik fehlt dabei aber natürlich nicht. Also lasst euch überraschen, was es dazu gibt. Und an den Abenden dieser zwei Tage gibt es noch ein paar Angebote, zum Beispiel Spieleabende, Tanzpartys oder andere Aktionen, an denen ihr teilnehmen könnt, um die Abende schön zu gestalten. Bei diesen Angeboten, wie auch bei den Workshops, könnt ihr ganz selbst entscheiden, bei wie vielen ihr davon teilnehmt oder ob ihr einfach mal einen ganzen Tag auch aussetzen wollt. Das ist komplett euch überlassen, wie ihr das macht. Vom 27. bis 30. Dezember wird es jeden Abend ein digitales Abendgebet geben. Am 31.12. ist dann 15 Uhr die Jahresabschlussandacht. Die Andacht ist dann ein Kernstück der Weisi Zoom, genauso wie die Liedprobe am 27. und 28.12. Die Andacht findet bewusst am Nachmittag statt, sodass ihr abends dann nochmal Zeit für andere Silvesterpläne habt. Außerdem könnt ihr hier noch gerne ein paar extra Gäste einladen, wie eure Eltern, wie eure Geschwister, die Freunde, die Weisivo kennen und zur Weisizoom gerne mal dabei sein wollen. Genau, und die Weisizoom, die lebt natürlich ganz sehr auch von eurer Beteiligung, nicht nur bei dem Lied am Anfang und bei der Jahresabschlussandacht, sondern ihr könnt eure Ideen auch einbringen für die Gestaltung der Abende. Vielleicht habt ihr eine coole Idee, was man gemeinsam über Zoom machen kann. Oder auch, wenn ihr Lust habt, mal so einen Abendimpuls selber zu gestalten, auch das ist natürlich möglich. Und auf jeden Fall natürlich euren Beitrag zur gemeinsamen Jahresabschlussandacht, den wünschen wir uns. Was auch nicht fehlen darf, ist natürlich ein Mitmach-Kit. Das bekommt ihr ein paar Tage vorher zugeschickt mit einigen Überraschungen drin. Das sagen wir jetzt noch gar nicht so genau. Es wird einen kleinen Teilnehmerbeitrag von 5 Euro geben. Ja, und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann kann ich schon mal sagen, dass am 4. Advent, am 20. Dezember, ein Vortreffen für alle angemeldeten Teilnehmer stattfindet. Dort ist dann das ganze Team nochmal dabei und eben alle Teilnehmer und dann könnt ihr nochmal alle Fragen loswerden, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Genau. Bis bald.